Willkommen, meine Freunde, Benvenidos, Cerro Lambare. Hier ein großes Wahrzeichen hier in Asunción. Ich habe mich mal hier hochfahren lassen. Man kann ja hochlaufen, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock gehabt. Und mein Knie tut ein bisschen weh vom Training. Aber das ist hier, ich nehme mal an, ich habe gerade ein bisschen gelesen, der König Lambare oder so, König der Indigenen. Und es wurde eben zugunsten gebaut hier, weil er Widerstand gegen die spanischen Eroberer geleistet hat damals. Und auf jeden Fall ist ja auch eine super Aussicht. Und oh ja, man kann ja auch leider, es sind ein paar Bäume da, den Fluss Paraguay sehen. So, hier sieht man jetzt ein bisschen besser den Fluss, ja. Gute Aussicht von hier oben. Das ist der Rio Paraguay, wie gesagt. Ja, mal zum Vergleich mich. Und dann der Fluss, aber so groß ist das nicht, die Aussicht hier, also so hoch sind wir nicht. Ich hoffe, das sieht man so ein bisschen da unten, die ganzen Häuser. Das sind so ein bisschen die Slums, das ist jetzt hier abseits von der Stadt, ja. Wo ist das, ne? Die Kleinen. Ich bin hier auch so eine Attraktion. Oh, hier sieht man es ein bisschen besser. Guckt euch mal das an da. Das müssen alles jetzt die Slums sein da hinten. Aber ich lege meine Hand jetzt nicht ins Feuer, ich weiß es nicht ganz, aber oh. Und da hinten ist auch die Mülldeponie, glaube ich, ja, da. Der ganze Müll dahin geladen, da passend zu den Slums. Ne? So ist das halt hier in den Ländern. Also hier kann man auf jeden Fall ringsherum rumlaufen, glaube ich. Also ich laufe jetzt gerade mal so ein kleines Stück. Ist jetzt nichts Besonderes. Aber hier kommen halt so viele Familien hin. Heute haben wir Mittwoch, ungefähr jetzt 13 Uhr. Jetzt ist noch nicht so viel los, aber hier wandern viele, ja. Ist halt so ein Wanderweg. Und viele kommen natürlich jetzt hier hoch, um zu entspannen oder halt die Aussicht zu genießen. Also von hier kommen die ganzen Autos und hier kann man einmal komplett rumlaufen und kommt da quasi wieder raus. Jetzt gehe ich mal hier zu der anderen Seite mit der Aussicht. Guck mal, die machen auch schon ein Foto. Da will ich jetzt aber nicht stören. Also ich hatte schon schönere Aussichten, ganz klar, aber es ist trotzdem ganz nett jetzt hier. Ja? Guckt euch das mal an von nah. Es hat ein bisschen was, wer das Spiel kennt, Tropico, ja? Wo man die Häuser so zwischen den Urwald reinknallt. Ja, das war es jetzt hier oben, das war jetzt nichts Besonderes. Ich habe jetzt ein bisschen die Arschkarte, weil ich jetzt runterlaufen muss. Ja, ich laufe jetzt da runter, wo die Autos hochfahren. Und es war ein ganz schönes Stück. Irgendwann später. Das ist übrigens der Pool von meinem Hotel hier, den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ja, da war ich bis jetzt nur ein einziges Mal drin, weil es die ganze Zeit scheiß Wetter war, kalt und so, Winter, ja. Geht jetzt wieder, aber ich bin eh nicht so der Poolgänger, ehrlich gesagt. Ich gammel dann eher da so ein bisschen rum, aber selbst das tue ich nicht, ja. Ja, das Hotel hat sogar hier einen Tennisplatz, also wenn jemand von euch Tennis spielen kann, habt ihr hier die Möglichkeit. Ja, und in dem Gebäude, was auch zum Hotel gehört, ist irgendwo mein Zimmer drin. Hier gibt es morgens Frühstück, Buffet, das nutze ich aber nie, das kostet 9 oder 10 Euro oder Dollar, wie auch immer. Das ist mir zu teuer, da zahle ich ja fast so viel wie das Zimmer im Monat. Aber wer sich das leisten kann und hier ist, der kann gerne hier mal ballern und dann kriegt er halt so Flatrate-Frühstück. Das ist jetzt die Lobby hier. Ja, das hat er ja auch eine Bar. Hier können wir auch essen. Hier läuft Fußball, weil jetzt haben wir ja gerade EM. Das ist quasi so die, das ist der Rezeptionsbereich. Da vorne meldet ihr euch an. Und da geht es dann raus. Das ist jetzt die Straße vor dem Hotel. Ist halt mit dem Zentrum. Ihr müsst euch bewusst machen, hier laufen sehr viele. Ja, nicht unbedingt Obdachlose, das auch, aber so Einweiser sind hier, ja, die immer so die Autos hier einweisen. Und die kommen dann oft, wenn man hier rauskommt, oder vom Supermarkt, der hier übrigens hier eine Mall ist, ja, hier gegenüber, kommen die, gibt mir Geld oder Essen vom Comer. Ist schon ein bisschen nervig, weil das quasi immer vorkommt. Aber die Leute muss man dann einfach ignorieren. Oder ich bin auch schon rein, also nach meinem Einkauf habe dann irgendeinem so eine Orange oder sowas gekauft. Das kann man schon mal machen, aber halt nicht jedes Mal, das geht nicht. Und ausgerechnet heute habe ich jetzt die Mütze wieder vergessen. Jetzt scheint die Sonne wieder wie Sau. Wir haben jetzt wieder geiles Wetter. Der Winter scheint vorbei zu sein, hoffe ich. 2 Wochen Winter oder was das war. Und jetzt suche ich eigentlich noch was zu essen. Das ist hier gleich bei mir in der Nähe vom Hotel. Das ist der Mercado Uno, also der erste Markt, so heißt der. Es gibt, glaube ich, 4 oder 5 Stück. Den vierten kennt ihr schon vom letzten Video. Und da werde ich jetzt mal kurz günstig Mittag essen, ja. Das ist der Mercado Municipal Nummer 1 oder so. Ja, guck mal, sie winkt schon. Also ich kann hier keinen Schritt machen, ohne dass die gleich hier was zu essen verkaufen wollen. Hola, ¿cómo estás? Ramen. Ja, tengo hambre. Sí, hambre. Ja, das ist meine Bedienung. ¿Vas a comer? Ja, ja. A comer, pero no gato. No me gusta comer gato. No, ahí. Ja, ja, okay. A ver, ¿qué tiene? Acá graba. Jetzt hier, das ist so das Menü, was die hat. Caldo de pescado. Pescado. Picadito de carne. Okay, ist eso? Bola? Ese albóndiga. ¿Quieres probar? Res? Albóndiga. ¿Es res?
Albondiga con arroz. Ja, oh, Milanesa. Ah, oh, ja. Milanesa también tenemos. No sé. Ja, me Poltitas. ¿Cómo? Albondiga. Ese que Alfondica, tengo. Alfondica. Okay, Albondiga. Ja. Listo. Okay. Provecho. Ja. Ja, also das ist hier der kleine Markt. Ja, der ist sehr, sehr klein. Hier essen halt die Leute jetzt mittags. Seht ihr? Ich weiß gar nicht, was das kostet. Das sind hier vielleicht 2-3 Euro. Nur der Teller ohne Suppe, ohne Getränk. Ja, ja, sie will jetzt hier einen Kanal haben, muss ich jetzt geben. Ja, okay, ja, Moment. Das Handy hat nicht funktioniert, die Protektion. Da muss man jetzt so vollfels draufdrücken, ich mit meinen Wurstfingern. Aber eigentlich habe ich das nicht. Ja, die hat gesagt, ich bin voll Lindo. Also hübsch halt, das muss ich halt so sagen, wie es ist. Die Frauen, gerade die Älteren, ja, aber sie ist ja nicht mein Typ. Also. Aber es ist immer lustig, so ein bisschen, da kommt man so ins Gespräch. Ja. Ich bin halt hier der Exot. Ah, hier, guck mal, das ist jetzt das geil. Das sieht aus wie so, ja, Hackbällchen, ne? Das ist geil. So, und dazu gibt es dann natürlich die Yucca-Wurzel, ne? C? C? In mucho país ist, ja. Ah, guck mal, hier. Guck mal, wie das aussieht, geil. Also richtig so schön hier, so Bolas. Ich hoffe, das ist aber jetzt auch durch. Das ist das Problem manchmal, sonst kriegt man Probleme im Magen, ne? Ja, die fragen jetzt gerade, was ich hier so mache. Desde tres años. El mundo, viajando el mundo, ja. In Asia, Sudamerika, quizás en próximo año Afrika, ja, muchos negros. Y este año es en América. Ahora es Sudamérica, ja. Conozco Colombia, Perú, Bolivia, México, República Dominicana, ahora acá. Entonces voy a Argentina o Brasil, no sé. Pero Brasil, difícil con portugués, no hablo portugués. Y acá hay muchas mujeres. ¿Dónde? En todas partes. ¿En Brasil? Ah, guay, en todas partes que te acá. Conquistar mujeres. Ya, no, son mis favoritos. Es es difícil acá, es más tradicional. Ja, ich sag gerade, die Frauen hier, die sind ein bisschen kompliziert. Ja. Ja, in Alemania es importante el punto, acá la mujeres o la gente. Es ist ein Problem in general in Südamerika, la gente nur el punto. Ah, ist korrekt? In Alemania mucho stricto, punto. Ja, toto, tempo. Eine Stunde später. So, jetzt habe ich mich hier noch zu einer Eisdiele bringen lassen. Die habe ich nämlich schon mal entdeckt, die will ich euch noch kurz zeigen. Jetzt gehen wir da mal rein. Weil hier gibt es Unmengen Eis, das ist unglaublich. So. Gebt euch das mal, das seht ihr jetzt schon, wie viel Eis das hier ist. Das ist komplett krank. Und das Geile ist, hier gibt es auch noch Stevia ohne Zucker. Und das Besondere, man zahlt ja nicht pro Kugel, sondern pro Kilo. Ja, ein Kilo sind 80.000, das sind ungefähr 10 Euro. So, ich habe mir jetzt hier 3 bestellt, das kostet 29. Und jetzt habe ich hier mit Karte bezahlt. Ich zahle ja nur noch mit Karte, gracias. Weil das Geld abheben ja so scheiß teuer ist hier. Ja, ein Geldautomat. Da kannst du, glaube ich, nur 150 abheben, 150 Euro ungefähr. Und das sind bis zu 4 Euro Gebühren. Das waren jetzt ungefähr 3,60 Euro. Aber es sind riesen Kugeln. Und ihr seht, das ist alles frisch gemacht. Also das ist jetzt normale Schokolade, die ich jetzt bekomme. Und das da ist sogar irgendwie Nutella, hat sie gemeint. Das brauche ich jetzt aber nicht. Oh, ne. Richtig groß. Und das ist jetzt Crema Americana da. Ne? Ich denke so, das ist so wie dieses Softeis. So. Muchas gracias. Ja. So, das ist jetzt das Eis. Jetzt setze ich mich mal hier irgendwo hin. Ja, das ist jetzt so die Eisziele hier. Buon provecho. Mmh. Sau geil, dafür, dass es nur mit Stevia ist. Ich schmecke jetzt keinen Unterschied mehr, weil ich viel Stevia nehme. Sehr cremig, sehr geil und für den Preis ist das okay. Ich weiß gar nicht, was kostet bei uns eine Kugel schon? Auch 1,50 bis 2 Euro, kann das sein? Irgendwann später. So, meine Lieben, ich bin jetzt hier noch am Villa Mora Park, den wollte ich euch unbedingt noch mal kurz zeigen. Es ist leider nichts los. Das ist so eine Art Food Court hier. Ja? Am Wochenende ist mehr los. Hier gibt es verschiedene, also italienisch, koreanisch, mexikanisch. Burger, die sind sehr geil, kann ich nur empfehlen. Das erste, was ich mache, ist erstmal ein Bier holen. Ja. Hier gibt es Bier, Angebot 30.000, sind 4 Euro für 1,5 Liter. 3 Jobs. Hola, ¿cómo estás? Hola. Me gustaría una Munch. Sí, ja, no? Oferta, ja. 3x30 Sí, sí. Contagieta. So, hier bezahlt man meistens mit Karte, gerade in solchen Sachen. Ja. In Bolivien und so war ja Efectivo mehr beliebt, ja, aber hier nehmen die halt die Karte und dadurch spart man sich halt auch die ATM-Gebühren. Ja. So, ich mache jetzt mein Bier und dann bestelle ich jetzt hier noch einen Hamburger in der Zeit. Ja. Der dauert nämlich auch eine Weile. Da riecht man so ein Piepgerät, kennt ihr ja bestimmt. Das ist der hier.
Und ich nehme immer, was nehme ich denn? Keine Ahnung. Den kann ich nicht mal aussprechen. Entre Costilla. Ja, der schmeckt richtig geil mit Bacon. Ja, 40.000. Das sind, was sind das? 6, 7 Euro ungefähr. Ja. Von Papas, ja? Papas in der Klassik oder der Qualität. Da habe ich gerade gefragt, ob ich die hier will, aber die sind voll teuer. Ja, 20 oder 25.000, diese Ecken. No, no. So, so importante. Die fragen ja immer, ob man eine Rechnung will mit Namen, ja? Also wenn ihr mit Namen drauf jetzt aber eigentlich so eine Steuersache hier, das, als Tourist ist das eigentlich egal. So, ich habe jetzt das Ding hier bekommen, ja? Das piept dann irgendwann. Jetzt zeige ich euch mal kurz den Rest hier. Also, es ist leer, hat er mir gerade gesagt, das ist auch klar. Es ist Winter, es ist ein bisschen kalt, ja? Es ist normales Wärmer. Aber normal sind hier mehr Leute, wie gesagt. Das ist so hier der andere Platz, hier gibt es noch andere Hütten. Ja, jetzt gucke ich mal kurz hier. Weil hier gibt es, wer Shisha raucht, gibt es hier auch einen Platz. Ein ganz cooler Laden. Ich rauche ja das nicht, aber... So, hier. Hola, ¿cómo estás? Hier gibt es Shisha ohne Ende, ja. Shisha-Laden, ja, wenn ihr Bock habt. Das sind die verschiedenen Geschmäcker hier, ja. Also könnt ihr mal herkommen. Und da gibt es auch eine geile Ecke, da könnt ihr chillen. Ja. Aber es ist einfach zu kalt jetzt, ja. Also tagsüber geht's, es ist echt komisches Wetter hier. Und nachts erfriere ich teilweise richtig. Ich habe nur noch so eine scheiß dünne Decke vom Hotel. Ja, ich habe schon nach einer dickeren gefragt. Das wollen die mir für 26 Dollar eine verkaufen. Da habe ich gesagt, komm ey, dann friere ich lieber. Ich kann mir einen im Supermarkt kaufen, aber es lohnt sich nicht. Ich bin nicht mehr lange hier. So, also der Hamburger hat jetzt ungefähr 6,40 Euro gekostet, ja, mit Pommes. Und der ist super Qualität, der ist richtig lecker. Und jetzt habe ich mir schon mal das Bier hier geholt. Das kann ich auch sehr empfehlen. Das ist das Bier Munch, ja. Das schmeckt mega gut hier. Gracias. Das ist mein Lieblingsbier hier. Sehr lecker. Es gibt noch das Pilzen. Das ist auch ganz okay, aber das hier ist schon deutsche Qualität. So, jetzt habe ich meinen Burger und so willkommen hier. Ja. Natürlich hat es jetzt angefangen zu pissen. Ja, wieder so ein Glück hier. Immer das Gleiche. Oh, jetzt guckt euch das mal an, wie der geil ist. Geiler Patty. Ja, geiles Brot. Pommes, okay, die sind leider nicht selbst gemacht, aber egal. Und für den Preis kann man nichts sagen. Guckt euch das mal an, das, die haben jetzt hier noch Buffalo, Cordero und Cabra. Ja, also Buffalo, Schaf und Ziege, wie ich das richtig sehe. Ne? Was ich jetzt hatte, das war Kuh. Ja, aber war unglaublich lecker. Also so saftig und für den Preis, ich glaube, was zahlt man in Deutschland dafür? 15, 20 Euro schon. Ja, also das ist unglaublich. Das ist jetzt lustig, guck mal, die wollen jetzt, dass ich hier ein Selfie mache mit dem Team hier. Ja, das machen wir jetzt mal kurz. So. Mars, Moment. Okay. So, jetzt haben wir das auch gemacht. Kanal haben sie auch noch abonniert. Ja, die verstehen zwar nie ein Wort, aber egal. Die freuen sich immer, weil die wollen das ja sehen, was ich hier aufnehme. So, das war's auch, meine Lieben. Ja, jetzt habt ihr ein paar Anlaufstellen, solltet ihr mal hier sein. Und immer gerne meinen Kanal abonnieren, kommentieren. Ja, Daumen nach oben. Unten habe ich noch ein Spendling für den Kaffee. Freue ich mich immer. Vielen Dank. Noch Instagram. Ja, da seht ihr mal live, wo ich bin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.